Ja, liebe Ironman-Freunde, es geht weiter mit Ausgabe 88. Wir bauen die legendäre Ironman-Rüstung Tony Stark Mark III von der Firma Phantom. Heute Ausgabe 88. Vielleicht versuche ich noch zu schaffen, noch 89, weil ich will vielleicht beide komplett zusammen zu machen. Aber wir fangen jetzt an mit der Ausgabe 88. So, es wird heute nicht viel sein. Wir fangen jetzt endlich nach langer Zehnte an, den Hals zu machen, wo der Helm dran kommt. Mir wurde schon angeboten, du kannst den Helm schon mal vorher machen. Und wenn wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Weil ich habe schon ein Video gesehen bei jemand anderen YouTuber, der das ein bisschen Schwierigkeit hatte, das dran zu kriegen, alles um der ganze Oberbau zusammengebaut gewesen ist. Aber wir wollen jetzt mal anfangen. Wir haben jetzt hier das hier. Diese Kugel, seht ihr das, wo später den Helm reinkommt? So, jetzt wollen wir mal gucken, was auch funktioniert. Tatsache, es funktioniert. Endlich habe ich. Jetzt funktioniert. Ich habe eben auch einen vernünftigen Schraubendreher eigentlich mal. So, wir fangen an. Haben wir doch ein bisschen das Licht mal an. Dieses Teil kommt hier drauf. Gibt es haben wir schon wieder verschiedene Schrauben. Einmal SP. Das geht gut mit dem Berger Schraubendreher. Ich habe die Nase voll. Jeder hat jetzt die Schraubendreher. Ich habe die auch. Ich liebe das so als Werkzeug, um das. Ich will ja nicht Schlechtes reden. So, jetzt haben wir das schon mal fertig. Jetzt kommt das andere. Das hier. Wie kommt das rum? Ja. So, jetzt haben wir schon mal Ausgabe 88 fertig. Und dann fangen wir jetzt direkt an, die Ausgabe 89 zu machen. Ich werde mal das hier mal hinlegen und das andere schon mal auf den Boden schmeißen.
das ist ja Müll. Jetzt können wir das wegtun. Zack, zack, zack. Und zack. Das nächste. Jetzt können wir schon mal das Gehäuse des Halses machen. Wir tun schon mal die Schrauben weg, sonst verwirrt das. Verwirren wollen wir nicht. Müll, Müll, Müll. Wieder Kunststoff. Ach nee, Leute, ich sag euch einfach Kunststoff. Naja. Liegen wir nicht in der Macht. So, jetzt, das so jetzt gemacht. Seht ihr das? Hier kommt das hier rein. Rein. Und da kommen jetzt erstmal Schritt 1. Okay, Schritt 1, Leute. Schritt 1. Wir nehmen das. Dann nehmen wir das. Wir nehmen das. Schrauben wir hier schon mal rein. Ah ja, und das wird hier irgendwie dran befestigt. So, genau. Haben wir es auch richtig rum? Ja, richtig rum. Also, ne, das muss hier unten gucken. Und ich werde auch versuchen, gleich den Hals mal, den Kopf dran, den Helm dran zu kriegen. Kann man machen. Nee, Quatsch. Das ist für draufzustecken im Körper. Sehen wir gleich selber, denke ich mal. Und das ist, denke ich mal, für den Kopf. Sehen wir ja gleich. So. Das wäre einmal das. So, und dann kommt das hier reingeschoben. Mal gucken, jetzt, wie rum das kommt. Ich denke, das wird so, ja, reingeschoben. Und dann kommt das hier drüber. Ja, da gibt es ein bisschen Probleme. Aha, das ist das, was letztens war beim Dings eingerastet ist, als der den Helm draufstecken wollte. Ah, das ist so ein bisschen blöd gemacht hier. Ich was verkehrt gemacht? Nein. Eigentlich nicht. Oder? Ne, das ist richtig rum. Wir versuchen, dieses Ding hier ranzukriegen. Jetzt haben wir es. Ah ja. So, Schrauben rein.
Ja, so sieht's aus. So. Und so ist das jetzt hier angezeichnet. Seht ihr das? Der Helm guckt nach vorne. Und das ist das sogenannte Vorderstück, ne? Was hier so rausguckt. Hier muss ich ein bisschen fest anziehen. So. Und mir wurde schon gesagt, du kannst ruhig schon mal den Kopf draufstecken. So. Hört das? Und sieht cool aus, ne? Cool. Also hat man direkt den sogenannten Format, naja, zusammenzubauen. Tada! Hört das? Ich bin Iron Man. Tony Stark, yeah! Geil. Also, Leute, einfach mal geil. Ich freue mich schon, dass es fertig wird. So, das war da die Ausgabe 88, 89 von der Firma Fan und wir bauen einen Iron Man. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, meinen Kanal zu abonnieren, würde mich riesig freuen, bei den nächsten Ausgaben alle Bauprojekte von mir auf meinem Kanal nachzustöbern. Lasst ein Abo da, würde mich riesig freuen. Im Sinne euer Mike. Bis dann. Ciao.